Jemand, der Entscheidungen treffen kann, ist immer... triffst. Genau darum geht es in diesem YouTube-Video oder in der Podcast-Folge, wenn du gerade das Ganze hörst. Also, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video und wie bereits erwähnt, auch an die Zuhörer, die das Ganze im Podcast mithören. Es ist extrem wichtig, dass du als Automobilhändler Entscheidungen triffst. Und da fängt es an. Viele können keine Entscheidungen treffen. Glaub mir und vertrau mir, wenn du keine Entscheidungen triffst, dann trifft sie jemand anders, der Markt und andere Mitbewerber. Wenn du zum Beispiel frisch gestartet bist und ein Fahrzeug besichtigen gehst und nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen, ob du das Auto kaufst oder nicht, kannst du dir sicher sein, wenn das Auto interessant ist, dass jemand anders dir dieses Auto wegschnappt, während du überlegst. Also, du siehst, wie wichtig es ist, auch am Anfang Entscheidungen zu treffen. Ich zum Beispiel, ja, ich treffe jeden Tag Entscheidungen und in meiner Größe werde ich dafür bezahlt. Ja, ich werde dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Das ist mittlerweile mein Job und ich treffe jeden Tag Entscheidungen. Welche sind gut, aber welche sind auch nicht so gut. Aber es ist auch wichtig, diese Entscheidungen zu treffen. Denn erst, wenn du Entscheidungen triffst, die nicht so gut sind, also falsche Entscheidungen, bist du in der Lage, in der Zukunft die richtigen zu treffen. Weil es ist ganz normal, es ist menschlich, dass wir Fehler machen und durch jeden Fehler sammeln wir neue Erfahrungswerte und dadurch lernen wir durch Erfahrung. Aber jemand, der in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, ist immer jemanden voraus, der nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich selber muss es mir auch immer wieder anhören, denn ich habe sehr viele Ideen. In den letzten 15 Jahren habe ich extrem viele Ideen gehabt und immer auch eine Entscheidung getroffen und Ideen umgesetzt. Ja, viele davon haben auch nicht funktioniert. Aber es ist gar nicht so wichtig, dass jede Idee funktioniert. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die richtige Idee nachher funktioniert. Dann wirst du richtig mit dieser Idee erfolgreich und verdienst richtig Geld. So, wenn du Automobilhändler bist, der zum Beispiel in Autohäusern unterwegs ist oder von Börsen kauft oder größere Partner hat, von denen er Fahrzeuge bezieht, bist du immer deiner Konkurrenz voraus, wenn du Entscheidungen triffst. Und warum tun wir uns denn so schwer, Entscheidungen zu treffen? Relativ easy, weil bei einer Entscheidung kann es sein, dass du zum Beispiel was verdienst oder eventuell auch was verlierst. Das bedeutet, da ist ein gewisses Risikopotenzial mit jeder Entscheidung dabei, wenn du diese triffst. Aber das gehört nun mal zum Unternehmersein dazu, Entscheidungen zu treffen. Viele möchten den Lohn und die Ernte eines Unternehmers, möchten aber das Risiko eines Angestellten. Und das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Wenn du ein Geschäft betreibst, je höher das Risiko, umso höher in der Regel auch die Ernte, der Erfolg, die Marge, der Gewinn und das spürst du auch nachher auf deinem Konto. Aber du musst bereit sein, Risiken einzugehen. Du musst bereit sein, auch mal die falschen Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn du mal ein Fahrzeug kaufst und dir nicht so sicher bist, ja, probier's trotzdem. Klar kannst du an dem Fahrzeug auch mal verlieren. Aber nochmal, nur der, wo bereit ist, Verluste einzufahren, derjenige wird auch Gewinne einfahren. Also lerne von Tag 1 Entscheidungen zu treffen. Lerne über deinen Schatten zu springen, auch wenn da mal ein bisschen Unsicherheit ist. Du wirst immer demjenigen voraus sein, der nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Warum? Relativ easy. Weil derjenige, der nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, weil er Angst hat, die falsche zu treffen, der wird auch niemals die Chance haben, die richtige Entscheidung zu treffen und damit richtig erfolgreich zu werden. Du aber schon. Nochmal, du bist immer jemanden voraus, wenn du in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, wie jemand, der keine Entscheidungen treffen kann. Also, in diesem Sinne, lerne Entscheidungen zu treffen. Das ist unter anderem auch ein großer Baustein, das Thema Mindset, Blockaden lösen, Entscheidungen treffen in unserem Training Umsatz mit Autos Pro. Für bestehende Automobilhändler, denen wir dabei helfen, ihren Automobilhandel zu skalieren.
wenn das Ganze auch für dich interessant klingt und du vielleicht nicht in der Lage bist, immer und schnell verbindlich Entscheidungen zu treffen, geh auf www.hüseyinzahn.de und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, damit wir auch deinen Automobilhandel skalieren können. Und wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video oder in der nächsten Podcast-Folge.